65 Jahre und kein bisschen eingerostet. Der Bernberger Karnevalsclub feierte im Kurhaus seinen Geburtstag. Und so begann der Abend mit zahlreichen Ehrungen. Präsident Thomas Leinweber konnte sich dabei ein Tränchen nicht zurückhalten. Tatkräftig und lautstark unterstützt vom Spielmannszug Bernburg ging es dann in das karnevalistische Programm. In den Büttenreden ging es unter anderem über die Problemchen mit dem Älterwerden. Tänzerisch wirbelten Jung und Alt gekonnt über die Bühne. Und auch der Gesang kam beim Bernburger Karnevalsclub nicht zu kurz. Ein wenig emotional wurde es dann noch einmal bei der Verabschiedung von Prinz Danny dem Ersten und Prinzessin Johanna der Ersten. Lange blieb das närrische Volk nicht ohne Regentschaft, das neue Prinzenpaar stand schon bereit. Das mehrstündige Programm, bei dem das Publikum auch öfter mal mitmachen musste, geriet kurzweilig. Anschließend feierten die Narren und ihre Gäste bis in die Morgenstunden.